Oh. Das wird jetzt interessant. Was? Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Ach du Scheiße. Ich bin gerade überlegen, ob wir die schon mal hatten, aber jetzt diese speziell als Gegner, ich weiß es nicht. Moment. Elende Kreaturen, ganze Schwärme von denen. Hallo? Ich brauche irgendeine andere Taktik. Muss ich die denn besiegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal beim nächsten Versuch weiter hier rumlaufen und einfach mal gucken, was hier noch so ist. Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Weg, weg, weg! Oh, Lars! Nein! Verdammt! Oh. Oh, ey, das wird jetzt echt schwierig. Das wird schwierig. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei dieser Haltung. Elende Kreaturen, ganze Schwärme von denen. Schön immer in Bewegung bleiben, genau so. Das war zu wenig, das habe ich auch gesehen. Jupp. Ach Mann. Ich wüsste jetzt gerade irgendwie auch gerne, was passiert wäre, wenn wir direkt zu diesem Herzteil rübergelaufen wären. Elende Kreaturen, ganze Schwärme von denen. Das ist eine ziemliche Sackgasse, das ist nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ey, das war vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Taktik, da sich so herzuklammern. Ey, ihr könnt nicht durch Wände schießen. Okay, ihr könnt es schon, aber... Weiter, 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 weiter. Nein! Scheiße! Ach, verdammt nochmal. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hätte oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich kann unmöglich gegen die alle kämpfen erfolgreich. Das geht nicht. So stark bin ich doch nicht. Das hat eigentlich keinen Sinn. Das hat eigentlich nur einen Sinn, den auszuweichen. Wie ich finde. Vielleicht sehe ich das auch falsch, das weiß ich nicht, aber... Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Hihi. Ja, du bist auch nicht doof, das stimmt. Aber die erinnern mich gerade so an die Viecher von Abe's Odyssey, muss ich sagen.
Hoch, hoch, hoch. Okay, es war auch ein bisschen gecheatet. Obwohl ja eigentlich. Ja, na gut, eigentlich nicht. Also. Kann man so oder so sehen. Sagen wir mal, die Möglichkeiten des Spiels kreativ ausgenutzt. Um mich jetzt mal in einem positiven Licht zu lassen. Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Hau ab, Fliege, ich kann dich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Weg, 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 weg. Muss ich da unten hin? Nee. Ich weiß auch nicht, ob mir das überhaupt hier irgendwas bringt, aber ich muss es ausprobieren. Obwohl doch, das bringt irgendwas. Wir kommen nämlich hier höher, andauernd. Ziemlich stetig sogar. Außer hier. Scheiße. Ich irgendwie. Ich versuch's jetzt noch einmal. Ansonsten überlege ich mir mal was offscreen erstmal. Weil. 10.000 Fehlversuche hier bringt ja jetzt auch nichts. Ja, 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 ja. Ja, das ist das Ding, wo ich hin will. Ja, ja, ja. Das soweit habe ich das schon. Elende Kreaturen, verstanden. Ganze Schwärme von denen. Das heißt, ich muss schon höher. Das ist schon richtig so. Nur die Frage. Da hinten kam ich ja nicht weiter. Das ist ja das. Dann muss ich wahrscheinlich die Richtung wechseln, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin jetzt gleich sowieso wieder Oppe, das ist mir schon bewusst. Das heißt, ich muss da oben, wenn ich jetzt hier eine höher komme, schätzungsweise nach rechts laufen. Scheiße! Und springen sollte man. Probiere ich das jetzt noch aus? Ja, komm. Das eine Mal, wenn ich so weit komme, probiere ich das mit rechts aus. Ansonsten schauen wir mal. Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Scheiße. Ach Mann. Ich glaube, ich mache mal eben sowieso eine Spielpause. Ich muss nämlich noch mal irgendwas anderes gucken. Und dann würde ich sagen, melden wir uns hier an der Stelle gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder, Leute. Und ihr seht richtig, ich bin wieder am Levelanfang, da ich das doch ja jetzt ein bisschen anders aufziehe. Weil ich jetzt so im... Was für ein schauriger Ort. Ich glaube nicht, dass mein Bruder hier ist. Weil ich das so im Nachhinein doch vielleicht etwas schwierig finde, wenn ich diesen Herzteil am Anfang nicht zumindest versuche mitzunehmen. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwas passiert, wenn ich da einfach so rüber marschiere. Und den nehme ich jetzt erstmal mit, weil, wie gesagt, das ist
Was für ein schauriger Ort. Ich glaube nicht, dass mein Bruder hier ist. Och, Mann. Warum bleibt denn an jeder verschissenen Ecke kleben hier, ey? Das ist so ätzend. Und was ich auch unfair finde, ist, habt ihr ja wahrscheinlich eben gesehen. Ups. Boah, ich mach das jetzt anders. So. Obwohl, nee, da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Nee, was ich auch unfair finde, ist, dass diese Viecher da hinten durch die Texturen durchschießen können. Das heißt, durch diese, wenn man auf die Plattform geht, bewegt sich ja diese eine Wand da vor sich. Was für ein schauriger Ort. Ja. Ich glaube nicht, dass mein Bruder hier ist. Dass man dahergehen kann. Und die können aber trotzdem durch diese sich bewegenden Wände schießen. Das finde ich einfach unfair. Das ist nicht gerade fair programmiert, muss ich sagen. Der letzte Teil des Herzens. Ich muss ihn erreichen. Hoho. Ja, komm jetzt einfach. Kann man einfach so rüber. Cool. Dritte Herz im Schattenland. Also das ist immer noch Schattenland scheinbar. Ja gut. Gut zu wissen. Oh, Lars, bau jetzt keinen Blödsinn. Danke. Okay. Ja, dann haben wir jetzt sogar mehr mitgenommen als in der ersten Runde. Genau, das war das, glaube ich, oder? Was hatten wir uns jetzt? Ich weiß es nicht. Wir sind am Ende auf jeden Fall sehr, sehr nah. Also jetzt, ich habe das schon öfter gesagt, aber wir sind eben jetzt wirklich jetzt extrem nah. Das kann man, glaube ich, jetzt mal mit Fug und Recht behaupten. Und ich werde, glaube ich, meine Taktik beibehalten, an den Viechern dran vorbeizurennen, beziehungsweise... Das ist unfair. Elende Kreaturen. Ganze Schwärme von denen. Da, die haben jetzt garantiert auch schon wieder durch die Texturen durchgeschossen. Und das war jetzt zu knapp. Das sehe ich ein. Lalalilalu. Die Frage ist natürlich auch, die ich mir jetzt so stelle, ist ja ein Let's Play, ich kann ja meine Gedanken dazu offen kundtun, vielleicht denkt ihr das ja auch, ob das wirklich elende Kreaturen, sein Bruder ganze war. Ganze Schwärme von denen. Mit der Stimme, das ist die Frage, ne? Weil es hätte ja auch theoretisch gesehen, wer anders sein können. Runter, 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 runter. Nee, Lars, du nicht. Ne? Also es hätte ja zum Beispiel, ich meine, ich würde den Engeln auch zutrauen, sich da irgendwie unfair zu verhalten. Durchaus. Oh, das ist mir zu... Weg, weg, weg. Drei Stück ist mir zu viel. Und ich gehe jetzt gleich mal rechts. Zumal sich ja dieser, unser Dunstabzugshaubenengel ja jetzt schon länger nicht gemeldet hat. Oder hat sehen lassen, sagen wir es mal so. Eben abwarten. Du gehst dahin, dann gehe ich hier hin.